Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pumpkin Days. Und tatsächlich ohne Katastrophen ist er reingekommen, der Olli. Hallo Olli. Hallo, ich höre Pianomusik. Ja, ich auch. Ein bisschen wie in der Cocktailbar. Wir haben den 22. Sommer, nur mal so zur Information, worüber wir uns hier gerade unterhalten haben. Ja, der Olli und ich, wir haben beschlossen, noch einmal in die Höhle da oben bei Diamond Falls zu gehen. Ja, bisschen Ärzte-Kloppen und so weiter. Die versuchen, komplett leer zu machen. Wird uns wahrscheinlich nicht gelingen, aber wir wollen es versuchen. Schauen wir einfach mal. Gehen wir mal einfach erstmal dahin. Ich könnte ja jetzt mit dem Pferd reiten. Wir haben im Kommentar auch gelesen, dass man mit dem Pferd jetzt auch Taxi fahren kann. Also mit diesem Bus, mit dem Tuk-Tuk. Wir haben uns jetzt übrigens überlegt, wir nennen das Ding Tuk-Tuk. Ja. Hurra, welch Freude. Die finde ich besser, aber nur gut. Was? Diebni finde ich besser. Diebdieb? Diebni. Diebni? Ja. Jeep wie Jeep, also schreibt sich anders, aber von der Spreche wie Jeep, wie das Auto. Ja. Und dann nie. Okay. Diebni. Diebni Tuk Tuk. Ja, nicht beides. Alles gut. Also, wir sind ja jetzt hier auf den... Wir hätten doch mit dem Dings fahren können. Wir sind so blöd. Wir hätten mit dem Jeep nicht fahren können. Ja, reden wir noch drüber, ne? Ja, egal. Wir werden jetzt einfach hochlaufen. Ist ja egal. Wir sind ja sowieso auf dem Weg quasi nach da oben. Das ist ja von uns jetzt tatsächlich nicht so weit. Da ist ja schon der Weg da vorne. Siehst du ihn? Ja. Ja. Wo bist du denn da? Ich hab nur auf dich gewartet. Ja, natürlich. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nur dass das bei mir die Tatsachen entspricht. Im Übrigen fanden die dein Solo schon gar nicht so schlecht. Ja, was wir da gemacht haben. Trotzdem so ein bisschen. Ja, ich guck gerade noch mal. Also bei mir ist Ton an. Alles gut. Ja, das war an dem Tag tatsächlich schon die nächste Aufnahme. Und so ein Solo vom Olli ist ja tatsächlich nicht so schlecht, ne? Ja, aber auch nicht so gut. Also. Ja, es wurde übrigens dadurch bemerkt, dass ich sehr viel rede und du fast gar nicht. Ja, das ist auch das richtige Verhältnis. Ich hab dich auch gern, ganz ehrlich. Ich schwafel doch sonst immer schon so viel. Nein, tust du eben nicht. Das ist ja das Problem an der Sache. Können wir jetzt mit dem auch noch da oben fahren? Gute Frage, nächste Frage. Werden wir doch gleich erleben. Ach ja. Nichts Genaues weiß. Kosten sind ja relativ, sind ja irrelevant, weil wir so viel Steine und Edelsteine da rausholen, die wir verkloppen. Wahrscheinlich, tatsächlich. Das ist egal, es kommt gar nicht drauf an, wie viel jetzt eigentlich genau die Tour kostet. Kannst du mal bitte aus mir rausgehen? Vielen Dank. Ja, das ist doch dieses hier Diamond Falls, oder nicht? Nee. Doch, wenn du auf Diamond Falls gehst, sagt er 50 Gold für 0 Stunden. Ja, ja, aber das ist trotzdem noch, das ist trotzdem noch ein Stück weiter. Ich würde den nehmen. Ich nehme den jetzt. Mach Ciao. Mal. So. Diamond Falls hast du genommen? Bist du oben? Ja. Tatsächlich. Dies? Ja, weißt du noch, wo es lang ging? Natürlich ja, ne? Nicht. Du stellst Fragen. Ja, ich weiß das nämlich auch nicht. Ich glaube, da hinten. Nachdem das Spiel 5 Minuten aus war, habe ich das vergessen. Also, ehrlich. Also. Ich glaube, das ging hier hinten lang. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, dann watschen wir da mal lang. Und selbst wenn es hier nicht lang geht, konnten wir da aber runterspringen. Wenn du dich mal entsinnst. Gucken wir doch einfach mal. Hier ist so ein Farmplot. Ja, aber das war wieder nicht der Farmplot, wo man zur Höhle abbiegt, oder? Weil wir müssen tatsächlich... Nee, hier können wir nicht runterspringen. Oder? Nein. Da hinten gehen wir einfach mal lang.
Ja. Wir schlackern hier mal durch die Gegend. Du Mit der weißt doch Arme, nicht. ne? Hm. Mit den Armen. Kann auch noch so eine Spitzhacke in die Hand nehmen, dann sieht das noch ein bisschen beeindruckender Oh, aus. Aber jetzt haben wir ja gar nicht mehr unsere epische Uraniumspitzhacke. das macht nichts. Dafür ist die andere effektiver. Das Zickzack stimmt. laufen? Ja, dein Ernst? Ich habe mich doch nur umgeguckt. Ich kann ja leider den Kopf nicht drehen. Hier sollten wir vielleicht nicht runterspringen. Aber hier. Es war doch wieder der falsche Farmplot. Ach, Ja, ja. egal. Ja, jetzt sind wir ja da. Obwohl die leuchtet ja auch so ein bisschen, ne? Ja. Oh, Ehemann, wir werden uns wieder restlos verlaufen. Absolut. Wollen wir am Anfang die Erze erstmal weglassen, die Nein, ganze. nein, 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 wir nehmen alles mit. Wenn du was loswerden willst an Erzen, die kann man ja schön austauschen, tatsächlich. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich hier lasse, sind die Pilze. Ja. Hast du eine Schaufel mit? Nee, natürlich nicht, ne? Nein. Oder? Moment, doch, natürlich habe ich eine Schaufel, klar. Aber ich habe nichts zu essen. Ach so, na gut, dann muss ich die Schaufelei übernehmen. Weil ich habe Pilze mitgenommen, tatsächlich. Okay. Oh, das ist so geil, dass du jetzt nicht mehr hier keine Energie verbrauchst, um Dings zu Ja, schlagen. das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hier habe ich noch Quests offen. Mal eben kurz gucken. Quests habe ich keine mehr offen. Okay, gut. Und wir nehmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Okay. Ja. Also es wurde ja, und das Video, das sehen wir ja jetzt auch, wurde ja geschrieben, die Sandhaufen, die erscheinen wieder. Ja, und das ist so offensichtlich der Fall. Das ist offensichtlich der Fall, genau. Ja, ist doch gut. Weil dann sollten wir eigentlich auch mit den Fossilien da relativ gut was zusammenkriegen. Hattest du die Folge konntest du ja noch gar nicht gesehen haben, ne? Was da für Skelette jetzt da im Museum stehen. Nee. Ich bin im Übrigen hier unten, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Nicht, dass du mir gleich sagst, so, du bist wieder weggelaufen. Ja, wo ist jetzt unten, ne? Wollte ich gerade sagen, unten Warte, ist warte, noch. warte, warte. Warte, warte, warte. Da. Opa, genau da bin ich jetzt reingegangen gewesen. Nee, war ich jetzt hier reingegangen? Hier reingegangen. Hier war ich lang. Wolltest du da reingehen? Weiß ich nicht. Stopp! Stopp! Dreh dich um. Da kommen wir doch her, oder nicht? Nein! Ach, ich blick hier Ich nicht weiß, hin. mir geht's genauso, Ehemann. Mach dir keine Sorgen, mir geht's Ich genauso. blick hier nicht hoch. Ja. Mir geht es doch genauso. Na, noch ist hier was zu finden. Also so schlimm ist es jetzt nicht, ne? Ja, jetzt ist die Frage, das hat ja keiner unter das Video geschrieben, unter die Kommentare ins Video und das, ach, weil du weißt, was ich meine, ne? Ja, Ob man sich ja, jetzt hier an den Pilzen orientieren sollte oder nicht, ne? ja. Wahrscheinlich nicht. Also so wie in einer anderen Höhle auch nicht. Also Doch, in der anderen Höhle hat das ja funktioniert. Oh, hier. Schaufeln. Jo. Ja, ich Mammut Left Shoulder, keine Ahnung nicht, ob ich die hatte oder nicht. Nichts Genaues weiß man. Du sollst nicht schnaufeln, denn du musst schaufeln. Ta-da-ta-da. Ah, Ehemann. Ja. Ach, nix. Alles gut. Hier geht's weiter. Mal gucken, ob wir wieder neue Ich wollte Steine finden. jetzt mit der Bürste die Dings abbauen. Das wird nicht funktionieren. Ich weiß, ich weiß. Ei Knopf, mein Bester.
Freiknopf. Emerald. So, okay, hier ist nichts weiter drin, okay. Hier ist auch nichts weiter, dann gehen wir geradeaus, ne? Ja. Hier ist noch so eine Schaufeldings. Stegosaurus. Okay. Irgendwas vom Stegosaurus. Noch mehr vom Stegosaurus. Und hier ist noch einer. Noch mehr Stegosaurus. Hier ist ein ganzer Stegosaurus gestorben, glaube ich. Ah, ja, das ist doch gut. Wieso nimmst du das nicht auf, wollte ich gerade sagen. Warum nimmst du das nicht auf? Ich bin heute nicht so aufnahmefähig. Oh. Ey, Mann, kann man da irgendwo hin? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Hätte nicht hier hinspringen sollen. Andrina, nein, mach das nicht. Nein, mach das nicht. Nein, mach das nicht. Komm hier raus. Oh, Gott sei Dank. Wo bist du? Du bist da reingesprungen. Ja, natürlich. Und kommst nie wieder raus. Ernsthaft? Ja, das geht bestimmt irgendwie. Warte mal. Hier rumgeht. Dann gehe ich doch einfach hier außen rum. Das ist nicht wahr. Ja, dieser Strang war jetzt schon mal leer, würde ich sagen. Ja, also so massig ist hier auch nicht drin, ne? In dieser. Hallo, wir haben noch 1000 Stränge mehr. Wir haben ja noch nicht mal das Ende gesehen und du sagst, hier massig ist hier nicht drin. Du müsstest mich. Oh, hier haben wir einen übersehen. Du müsstest mich eigentlich von Weitem leuchten sehen mit meiner Schaufel. Ja, es leuchtet ja nicht wirklich. Na doch. Mit meiner Leuchtschaufel. Ich muss mal gucken, ob du da bist. Achte auf deinen Energiebalken. Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst. Du hast hier irgendwie einen Stein vergessen. Oder ich habe den nicht auf. Oh, hier ist schon wieder so ein Teil. Habe ich den übersehen oder was? Was, ne? Ein Styracosaurus. Styracosaurus. Ich weiß nicht, ob wir hier waren, Ehemann. Ich kann dir nichts versprechen, ne? Hier kann man nicht reingehen. Ich kann dir nichts versprechen, ob wir hier richtig laufen oder nicht. Ja, Oh, hier sind noch Erze. Also hier könnten wir nochmal lang gehen. Ja. Dann machen wir das doch einfach. Iron. Zack, Walt. Zink. Di-di-di-di-di. Ich habe Post. Lass mich raten, das war bestimmt die große Stein. Na? Ja, die Die Steinkiste. Runter. Zwei Schäufelchen, ich hab's gesehen. Ernst? Gut, ne? Ja, wenn du nichts zu essen mit hast, lass es. Ich hab zu essen mit. Das ist so. Werde ich ein bisschen paar Fossilien, ne? So. So, jetzt bin ich wieder voll. Okay. Ich habe wieder Energy. So. Nickel und Nupfer. Nickel und Kupfer war ich natürlich. Wie war das Schlecki und Penner, ne? Ja, das auch. Das ist natürlich nicht Schlecki und Penner, sondern. Das war Penny und Schlecker, ja. Genau. Das habe ich tatsächlich überlegt, ne? Mammut. Rechts oder links? Geradeaus. Ja, links war auf jeden Fall was, ne? Hast gesehen, ne? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, kann schon sein. Ich glaube, ich gehe da vorne nochmal. Ich muss dich ja mitnehmen, ne? Ich muss dich doch mitnehmen, weil hier waren nämlich Gesteins. Ah, ja, da ist wenigstens noch was zu holen. Dann ist man aber schon auf der guten Seite. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Aber hätte ja sein können, dass da, wo du langgelaufen bist, auch noch was zu holen ist. Nein. Rechts oder links um?
Da hinten sind Ärzte. Das habe ich mir auch so gedacht. Guck mal, jetzt darfst du sogar schon entscheiden, wo wir langlaufen. Ich würde kaum fassen. Ja, ne? So gütig bin ich zu dir. Emerald. Nickel. Also so besondere neue Sachen gibt es hier tatsächlich nicht, ne? Bis jetzt haben wir noch, ich glaube, noch nichts, ne? Cooper. Den haben wir auch schon. Mir gar nicht aufgefallen. Obwohl ich das erste Mal hier durchgelaufen bin und mich die ganze Zeit, ich komm gleich wieder, ja? Bleibst du da, wo du bist, ne? Ja. Ja, ich gehe hier einmal diesen Schrank nochmal zurück, weil da sind Erze und so weiter. Okay. Aber ich komme gleich wieder. So, Mama. Mama. Immer beigehen. Muss ja gucken, ob von hier auch noch was ist. Ich muss ja Gucki Lucki machen. Das wäre ja dieser Strang, den wir gerade gelaufen. Ja, das war der Nebenstrang, deswegen. Das war das Gute. Das war jetzt quasi der Nebenstrang zwischen neben diesem hier, deswegen. Okay. Eine Parallelstraße. Was sagst du dazu? Das ist ja fantastisch. Bist du rechts oder links? Okay, rechts. Alles klar. Also, was jetzt so ein bisschen schade ist, hier gibt es ja gar keine Musik mehr in der Höhle, ne? Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist ja, aber gab es in der anderen Höhle? Nee, auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Es ist so still, du musst dich mit mir unterhalten, wa? Ja, das andere ist immer so schön. So zum da musst du mir nicht zuhören, ne? Ja. Ach ja, was hast du da angestellt? Da ist noch so ein Dingelskirchen. Wupfel. Ja, auf der anderen Seite kommst du wieder zu dem Zweiteingang zurück, das weißt du, ne? Nein. Also wenn du da jetzt runtergehst, da kannst du die Erze von da unten holen. Du standst doch eben vor zwei Eingängen. Eben gerade. Ja. Das da unten ist der zweite davon. Ach so. Aber du kannst die Erze noch holen. Ich gehe die Erze holen. Ich gehe schon mal hier oben die Erze holen. Das wird mir streng empfohlen. Streng. Ehemann. Das ist die Musik. Fehlt aber noch. So, wo bist du jetzt schon wieder hingerannt? Hochgelaufen, also weiter, du kommst jetzt zurück quasi, da. Wo bist du denn? Hier sind Ärzte auf jeden Fall. Ja, wo Ärzte sind, da finde ich dich, glaube ich, wieder. Warte. Finde dich, wo Ärzte sind. Warte. Da bist du hier mal ankommst, sind da keine mehr. Ja, gut, ich habe hier auch Ärzte gefunden. Da hinten kommen schon langsam Leuchtpilze. Dann bist du anders gegangen, Schatz. Ja. Ich will aber auch zu die Leuchtpilze. Nein, egal. Dann habe ich dich jetzt halt verloren. Ich gehe jetzt hier weiter kicken. Ja. Denk dran, dass du dann die Sandhaufen mitschüppelst. Zumindest solange deine Energie reicht. Ja. Aluminium. Wir treffen uns in der Endhöhle, okay? Ja, wenn ich da jemals ankomme. Das ist ja noch die Frage. Das ist ja noch nicht so ganz geklärt. Ich schick dich einmal weg. Ich bin jetzt gleich, ich bin schon bei Leuchtpilze. Ich habe die Abkürzung genommen. Guck mal hier, ich bin bei dir hier. Ah, okay. Ich habe die Abkürzung wieder genommen. Gut. Da hinten habe ich letztes Mal schon geguckt, da war nichts, ne? Nee, wir müssen hier rein. Letztes Mal sind wir rechts rumgegangen, oder? Ja, wahrscheinlich. Du gehst links rum, ich gehe rechts rum, das ist am besten. Weil ich glaube, dass du gleich wiederkommst.
Folter nach links. Alles in Ordnung. Folter nach rechts. Auch nicht schlimm. Oh Gott. Wer es kennt, schreibt so das Video. Nein, Bier. Ja, Bier. Genau. Bier, 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 Bier. Bier. Und wer es weiß, wie es weitergeht, schreibt vor allen Dingen mal die nächste Zeile dazu. Das wäre doch noch viel wichtiger. Weißt du, dass ich hier schon die schlimmsten Ohrwürmer geschenkt gekriegt habe? So von wegen, da steht ein Pferd im Hühnerstall. Ja, natürlich. Das ist auch Sinn der Sache. Und dann, oh nee, deine Richtung war die richtige. Und dann hier, wie war das? Meine Oma fährt im Hühnerstall. Nee, irgendwas war das noch, was da noch so ohrwurmtechnisch da angerollt ist. Ich hab's vergessen. Was hast du vergessen? Das Ohrwurmlied, was mir da angedichtet wurde. Oh, du bist schon drin in der großen Halle. Na, dann kann das ja, nein, ich bin nicht noch nicht. Dann kann das ja so ohrwurmig aber auch ja nicht gewesen sein. Ja, du weißt, was heute den ganzen Tag wieder los war. Übrigens, dieser Saurus Rex habe ich gerade gefunden. Ja, das ist auch gut. Ja, ne? Wir machen die 80% schon noch voll. Ja. Never ever schaffen wir die 80%. Nee, meinst du auch, wir schaffen 90 oder? Nee, wir schaffen vielleicht 70, wenn es hochkommt. Zwei doofe, ein Gedanke, ne? Wenn die den nimmt, nehme ich den anderen, ne? Aber wir sind jetzt so. Wir sind jetzt hier an der großen Halle. Ah, okay. Oder? Ja, wir sind an der großen Halle. Okay. Hier sind ganz viele. Ich schaufel, ne? Du schaufelst, ich hage. Rhizoprase hatten wir da schon. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Da muss ich in den Schrank gucken, den wir da haben. Oder? Ich kann mir das nicht merken. Stegosaurus. Ich bin manches Mal der Meinung, dass das neu ist. Und wenn ich dann, wie gesagt, wenn ich dann in den Schrank gucke, denke ich, ach nö, ist er doch schon da. Hier, Ether, hatten wir das schon? Bin ich auch der Meinung, dass es nicht der Fall ist, aber gut. Nein, wir rocken die 80% natürlich locker. Dein Wort in Gottes Gehör. Das ist genauso, wie ich sage, dass du mit deinem Kanal bis Jahresende 200 Abonnenten hast. Never ever. Und, also, ja, ganz ehrlich, wer jetzt noch nicht abonniert hat und mich unterstützen will, dass ich meine Wette gewinne, unten rechts ist ein Abo-Button. Da klickt ihr drauf und schon kommt Olli seinem Ziel deutlich näher sein. Ne? Ich weiß nicht, was ich hier gerade geschlagen habe, aber du hast es eingesammelt. Was Meteorit gefunden. Ja, ich habe dir nämlich, jetzt hast du zwei, ne? Ich habe jetzt zweimal Meteorit gefunden. Ja, weil ich hatte nämlich, ich hatte das weggeschlagen und du hast es aufgesammelt tatsächlich. Geil, schön, freut mich. Ja, ist egal. Hauptsache, wir haben zweimal Meteorit. Genau, weil da können wir bestimmt auch noch andere Werkzeuge mitmachen, oder nicht? So, ist hier noch was? Nee, da ist alles weg. Okay. So, dann können wir jetzt noch ein paar Stränge absuchen. Nochmal herumirren quasi. Also die Pilze sind noch nicht nachgewachsen. Das ist schon mal schlecht. Ja. Aber du hattest ja gesagt, dass du genug dabei hast, ne? Ja, ich habe genug dabei, darum geht's nicht, aber hätte ja sein können, ne? Ja, jetzt können wir hier nur noch irren, was das Zeug hält, aber... Boah, irren ist menschlich. Da hinten leuchtet noch was. Das ist der Ausgang, ne? Oder ist das der wiederum Eingang? Hier waren wir gerade gekommen. Okay. Ach ja, nichts Genaues weiß man. Es ist wieder zurückgelaufen. Ach, da hinten, ja. Aber von da kommen wir doch, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Hier kommt man nicht weiter. Mein Ernst. Ich liebe dich. Ich dachte, wir finden noch mal ein paar Stränge, die man noch nicht gesehen hat oder so. Ja. Ich dachte, wir könnten noch mal ein bisschen über die Stränge schlagen, aber das wird ja wohl wieder nichts. Ja, du bist schon wieder stehen geblieben, ne? Ich
Ich habe Strenge gesucht. Ich habe Strenge gesucht. Ja, hier. Hast du meine Strenge nicht gefunden? Jetzt sind wir doch schon wieder hier. Ich hasse es. Oder? Oder Ehemann? Oder Ehemann? Ja. Ja. Oh Mann, oh, ich hasse es. Es so gibt sehr. Rechts oben einen Knopf. Ich weiß. Willst du den nehmen? Ja, will ich. Wir haben die Taschen voll. Zack. So, ich will mal kurz in meinen Journey-Dingsbums gucken. Um dort oh, was? Oh, ich habe ganz viele. Ach, von den Knochen jetzt, oder was? Ja. Ah, das ist doch schön. Das bei mir hat das wieder nichts genützt. Warte mal, nochmal. So, ja, jetzt bin ich draußen. Okay. Ja, das Problem ist ja natürlich, du kannst mir jetzt ja die ganzen Knochen gar nicht geben, ne? Warum nicht? Wie viele Knochen hast du denn? Ja, so viele auch wieder nicht. Ja, dann gib sie mir. Eins, zwei, drei, vier verschiedene. Hast ja, du noch dann Platz? Gib mir. Ja, ja, ich habe Platz. Okay. Dann ein. Geh zurück. Geh zurück. Okay. Ja. So, dann Nummer zwei. Ja. So, dann Nummer drei. Warte, so. Ja. Und der letzte? Werde ich nämlich. Aber sind keine neun, oder? Kann ich dir nicht sagen, ob die alle neu sind. Aber ich könnte. Nee, 5 Uhr nachmittags ist zu, ne? Ja. Gut, aber dann habe ich die schon mal. Also ich habe jede Menge jetzt in der Tasche. Gut. Ich kann ja jetzt noch Edelsteine polieren. Vielleicht ist da ja doch noch was bei. Ja, deswegen. Und dann kannst du im Prinzip am nächsten Tag ins Museum gehen. Dann kannst du gleich die Knochen und gleich noch vielleicht noch Edelsteine abliefern. Ja. War das jetzt da hoch oder da hoch? Würde sagen, hier lang. Okay, wenn du das sagst. Diesmal können wir die kleine Pötterkiste ja bis Pumpkin Vale nehmen, ne? Genau. Die kleine Pötterkiste. Jeepney hat mein Ehemann gesagt. Und Tuk-Tuk war der Vorschlag von Mr. JJ, glaube ich. Mr. JJ. Wo ist denn jetzt die Karre? Das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. Ja. Hurra, welch Freude. Ach, Ehemann, das war doch der falsche Weg. Wo sind wir denn? Ja. Mhm. Ach ja. Aber jetzt ist gar keine Musik mehr da, ne? Nee. Obwohl wir jetzt schon raus sind. Vielleicht müssen wir erst nach Pumpkin Vale zurück. Ja, ich befürchte sowas. Oh, da hinten müssen wir hin. Ja. Okay. Wir sind den falschen Weg gelaufen, Ehemann. Ich sag ja, ich verlaufe mich in der Telefonzelle, aber ich wusste nicht, dass es bei dir auch so ist. Das macht mich stutzig. Oder wie der Engländer sagen würde, that makes me stutzy. Ja. Ups. Ja, spring runter da, ist doch egal. Das ist eine Abkürzung. Natürlich, wie gut, dass das hier kein Fallschaden gibt. Ne? Oh, hör auf, ich habe mir vorhin schon das Bein gebrochen. Ja, wenn ihr wissen wollt, welches Spiel, wobei, müsst ihr doch bleibt bisschen neugierig. Obwohl, vielleicht ist ja auch schon was gekommen. Wissen wir jetzt gar nicht. Nee. Okay. Ja, bleibt neugierig. Bleibt neugierig, was es auf dem Kanal gibt. Es gibt was. Da ist das Jeepney. Sehr schön. Mal gucken, auf welchen Berg man dann dazu laufen kann. So. Hallo, mach deinen Zweitakter an, wir kommen. Go, Trabi, go. Ah.
Wo wollen wir hin? Wir wollen nach Pumpkinville. Pumpkinville, ja, genau. Ja, bitteschön. Travel, yes. Ah. Oh, die halten hier einen Schnacken, du. Ja. Takeo und Alec. Okay. Ich laufe in die falsche Richtung, na toll. Ja, natürlich. Dein Ernst. Ehemann, mecker nicht mit mir. Jetzt haben wir auch wieder Musik, schöne Piano. Ja, jetzt haben wir, jetzt genau. Sitzen wir wieder in der Cocktailbar, schlürfen ein Kuba Libre, viel Kuba, wenig Libre, also. Schatz, den Weg weiterlaufen, ja, ist nicht doch. Schwer. Ist du, nicht schwer. Doch querfeld, du bist doch querfeld eingelaufen. Ich sammel Blümchen. Natürlich. Dein Ernst? Ja, wenn du machst es nicht. So. Hier sind noch mehr. Camellia. Camellia. Bin ja extra hier lang gelaufen, damit ich noch Blümchen sammeln kann. Aber das kannst du nicht verstehen, da du ja bei Minecraft auf eine Blumenreise gegangen bist. Ja, natürlich. Das ist auch was anderes. Ich guck mal lieber, ob man hier noch Quests annehmen kann. Och. Die dann wieder nicht funktionieren. Die hier von der Tafel, die funktionieren hervorragend. Ja. So. Werde dich beim nächsten Mal meckern daran erinnern, dass die an der Tafel hervorragend nicht funktionieren. Das können wir doch mal machen. So, dann haben wir hier. Okay, leider nur ein bis jetzt. Unser Hof strahlt schon wieder im schönsten Uraniumgelb. Schönster Neon-KG, oder? Ja, Uraniumgelb. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. So. So, das. So, du kriegst das. Also ich glaube, von dem ganzen Zeug, ich glaube, das haben wir alle schon. Was haben wir alle schon? Was ich dir da in die Kiste getan habe. Okay. Ja, dieser Kistenbug besteht tatsächlich immer noch, ne? Das ist ja wirklich zum Jammern. Ja, ist ja logisch. Gab ja jetzt kein neues Update. Hast du denn danach geguckt? Nee, aber das Spiel ist ja sofort gestartet bei mir ohne Update. So. Also in meinem... Ich sag es dir und geh wieder von der Kiste weg und naja. Wolltest du mir gerade was vom Kistenback erzählen? Genau. Ja, den werde ich auch gleich wieder. Ein Traum, ne? Live sozusagen mitbekommen. Live im Radio. Ja, setzt euch doch alle in den. Ach, das sieht hier ja aus. Alt. Das Pferd sitzt im Futternapf. Chaos. Alles ein Chaos hier. Was passiert eigentlich, wenn ich nachher mit dem Pferd zum Museum reite? Das ist eine interessante Frage. Bleibt das denn da vor dem Museum stehen, oder was? Ja, wie gesagt, das wirst du ja dann bei Zeiten erleben. Na toll. Ja, was soll ich jetzt anderes sagen? Ist doch so. Bin schon wieder fleißig am Schaufeln. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wir sind auch schon wieder 4 Minuten über der Zeit. Ja, dann würde ich sagen, die Museumstour
Die gibt's dann in der morgigen Folge. Gibt's dann in der morgigen Folge. So ohne anders. Genau. Und wie gesagt, wie der Olli schon gesagt hat, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Lasst ein Abo da. Ich will meine Wette gewinnen. Ich will meine Wette gewinnen. Genau. Du spielst ja mit Unfall. Nein. Ja, nee, ich meine, das ist doch nicht schlimm. Ich weiß, dass du. Deswegen kann ich jetzt sagen, du spielst nicht mit Gedingsten. Also, es brauchen ja nur 10 Leute da zu sein, die jeweils ein paar Leute kennen und sagen, Mensch, hier, guck mal hier. YouTube hier. Andrina, ne? Andrina, oh, ja, Attacke, genau. Ja. Ist so, ja. Und wenn du den Olli sehen willst, erst recht, da ist jemand in meine Tür verschwunden. Du? Ja. Achso, na denn. Hier sind die Kisten alle voll. Ich kann hier echt... Ja, ich weiß. Kann hier das Salz gar nicht mehr. Ich lagere das wieder in den Kühlschrank ein. Ist mir egal. Der ist auch voll. Dein Ernst? Ja. Nee, der ist nicht voll. Wir haben jetzt 12 Uhr Nacht, ne? Mhm. Wollen wir... ist durch schon. Scheiße. Wollen wir schlafen gehen, wollte ich gerade sagen. Geht ja nicht. So, ich gucke einfach mal mein Journey. Also, ich habe hier einen Stein von der letzten Tour haben wir noch, aber ich habe hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Dinosaurierknochen, die wir abgeben können. Das ist doch schon mal, das bringt doch schon mal richtig. Was hast du schon Steine irgendwo eingelagert? So, wir müssen jetzt beenden. Ja, tschüss. Ja, auf jeden Fall. Ciao.